Blablabla. Noch ein neugieriger Tourist. Sobald die Anlage fertiggestellt ist. Alle meine Sachen mit sehr günstig. Finden Sie in voller Länge unter www.pikesweb.com. Ich bin Eliza Kassan mit einem Live-Bericht für Pikes. Hören Sie mir mal zu, Kumpel. Wenn Sie sich in dieser Stadt haben, ich kann Ihnen weiterhelfen. Suchen Sie nach dem Mieter. Arbeiten Sie für Tom? Hier geht ja gerade nicht so viel. Das sind aber tolle Zimmer immer. Das ist ja typisch China, hier schön in den Kästen rein. Da hat mir mein Cousin auch mal erzählt, der war auch in China, war das, glaube ich. Da gibt es tatsächlich so Hotels, wo du eigentlich einfach in so eine Röhre reinlegst. Also wesentlich kleiner noch als das hier. Der meinte, der konnte nicht gut schlafen. Aber was es nicht alles gibt, ja. Irgendwelche Schlampen da. Bist du in Hengsha, um dich zu amüsieren? Hier bin ich. Alles klar. Ich sammle Unterschriften, um zwei Mitarbeiterinnen aus dem ersten Stock des Westflügels zu feuern. Würden Sie unterschreiben? Sie haben die... Ich will von Scheiß labern, ey. Irgendwie sind wir jetzt ziemlich nah an unseren... Ne? Ziel dran, ne? Nämlich da vorne ist es. Bin ich ein Trottel. Mach mal auf, ihr Keule. Und dann? Ich habe das Gefühl, hier kann man nur für TYM arbeiten. Ich will aber kein Teil der Maschinerie sein. Du willst für diesen Freak Hugh Darrow in Panchaya arbeiten? Nee. Dieser Freak wird mit seinem Geoengineering-Projekt den Treibhauseffekt aufhalten. Die retten da oben die Erde. Hab gehört, die nehmen nur Augmentierte. Stimmt, aber ich kann mich nicht augmentieren bewerben. Ja, ja, ja. Hurensohn. Xing Shang Shang. Was ist das? Können wir das benutzen? Wie kann ich Ihnen helfen? Bleiben Sie in den belebten Vierteln der Lohn. So. Hopp. Was war denn hier hübsches? Nix haben wir da hübsches. Okay, okay. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Der sieht ziemlich Business aus, der Typ hier, wenn du mich fragst. Nee, der ist nicht Business. Der Fetzkin ist halt Business. Wer sind Sie? Ich bin deine Mutter. Loser, ja. Ups. Ich glaube, wir sind alle sehr aggressiv, wenn ich den umniete, oder? Vor allem der da wahrscheinlich. Schön Dekolleté sortieren oder was? Ja, billige Notebooks hier. China made. Made in fucking China. Na, guck mal, Kohle gefunden. Ching ching. Ja, ja. Zuckerschnäckchen. Ja, ja. Remix. Von einem Dach unterhalb des Pengu hat man einen großartigen Blick auf die Stadt. Das ist ja alles wunderbar und hochgrazil. Was ist hier eigentlich mit dem scheiß Minecraft 1.8? Warum kommt nicht langsam mal offiziell raus? Dann können wir nicht nur einen Server aufsetzen und für euch neue Videos produzieren. Da würde ich definitiv mal drauf stehen. Das wäre mal eine coole Sache. Ja, ja. Wegen, weil endlich mal dicke Dungeons und so. Das wird spannend, denke ich mal. Jetzt kümmern wir uns erstmal hier um Deus Ex. Da sind Profis am Werk. Ist das so? Meerschweinchen?
Ich bin kein Meerschweinchen. Ganz alleine auf den Straßen von Hengsha, mein Freund. Zu dir ist mein Job ein. Wenn du nicht aufpasst, dann... Ja, Ro. Ah? Ro. Aber ich meine, wir haben jetzt ganz viel Kohle hier mittlerweile eingesammelt. Können wir die auch irgendwo für einsetzen? Für Waffen oder sowas? Es ist gut für Shanghai, dass Bellflower die Polizeiarbeit übernommen hat. Alle telefonieren die Japsen hier. Ne, Chinesen, tut mir leid. Das sieht wichtig aus, das probieren wir mal aus. Wunderbar. Bescheuerte Frage. Die Sprache können Sie sich aussuchen. Aber ich kann kein Mandarin. Was, wenn Sie mich nicht verstehen? Jeder versteht die universelle Zeichensprache einer auf ihn gerichteten Pistole. Vertrauen ist das so? Mir, Lieutenant. Was hab ich denn für Dinge einen Arm da? Hier ist niemand, würde ich sagen. Schön ein bisschen abstauben hier oder was? Ne, das war nicht der Plan. Eigentlich looten sollst du den. Wo ist hier mein Revolver? Revolver. Kommen gar nicht so weit, die Patronen oder was ist das? Revolver. Da, da, da. Sauberer Kopfschuss, würde ich sagen. Deine Mutter ist auch sauber. Malik, Sie hatten wahrscheinlich recht mit der Falle. Hengsha Court Gardens wurde abgeriegelt. Von Belltower Associates. Belltower? Das ist die Polizei von Lower Hengsha, Jensen. Sie haben einen Vertrag mit der chinesischen Regierung. Glauben Achso. Sie, dass die Chinesen... Ich weiß gar nichts, bevor ich nicht in diesem Penthouse war. Revolver. Aber irgendwie habe ich heute nicht drauf, Alter. Erwischt. Erwischt. Revolver. Ich mag meinen Revolver echt jetzt. Der schwarz, heiß und lecker. Das war gut so, dass du mich nicht siehst, Junge. Ich schwör. Bullshit. Kommt keiner raus. Ja, wo sind sie denn? Keine Fötzchen da? Also langweilig. Mal auf hier. Die Falle war jetzt aber sehr unmächtig. Das war ja eher Muschi-Style, ne? Und machen wir mal einen auf Gangster hier. Müssen wir hier überhaupt lang? Gab
bisher suboptimal. Oh, jetzt geht's. Komm mal doch her, oder nicht? Da hier Aufzug oder was? Ziemlich low damage hier gerade alles, ja. Ach so, ja, gut, dann. Ist das ja auch akzeptabel, denke ich mal. Mach mal auf hier, Kohle. Munition, Kühlschrank. Kühlschrank geht nicht auf. Ich betone nicht. Nicht. Ja, yeah, ja, Zuckerschneckchen. Was haben wir denn hier noch Leckeres alles? Spiegel sind kaputt. Fundamentalistisch. Ja, wie cool. Scheinbar noch mal ganz außen rum, weil wir hier scheinbar nicht richtig unterwegs sind. Alter Schwede, was geht denn hier ab, ey? Haben die alle AIDS oder was? Revolver. Nehmen wir erstmal die normale Knarre und aim die mal ein bisschen damit weg. Das war ja easy going hier alles wieder. Bis auf die Sache, dass die auf einmal da standen, die Wichser. Wo ich jetzt nicht so wirklich drauf klar kam, aber oh, fucking Chaos. Ja. Munition, ne? Noch mehr Munition. Geld. Und Munition.